Es ist geschafft. Die Schweiz ist um einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekordreicher. Nach 25 Stunden und 16 Minuten ist das bisher längste Unihockeyspiel der Welt zu Ende gegangen. Damit haben die beiden Mannschaften den alten Rekord, der auch aus der Schweiz gekommen ist, um 1 Stunde verbessert. Aber warum tut man sich das an, über 25 Stunden am Stück an einem kleinen, weissen Ballen anzurennen? Der Organisator Christian Weber hat die Lösung. Ja, so etwas macht man, wenn man noch jung ist und man dann auch später noch davon erzählen kann, dass man so etwas mal gemacht hat. Im Alter schafft man so etwas sicher nicht mehr. Und jetzt sind wir noch jung und fit. Am härtesten sei die Nacht gewesen, hat Christian Weber gesagt. Zwischen dem 2 und dem 5 in der Nacht sei das Niveau nicht so hoch gewesen. Hat man nicht nach so einem Weltrekord für längere Zeit genug von diesem Sport? Schon nicht. Also ich gehe immer noch einmal in der Woche ins Training. Ausser der Dienst wird auch ausfallen wegen Muskelkater und Sachen abbauen. Da. Aber dann, über nächste Woche geht das Training weiter. Und auch beim Gegner aus Zürich ist jetzt zuerst mal Erholung angesagt. Man hat sicher eine grosse Beziehung zu Unihockey, wenn man überhaupt so einen Rekord angehen will. Aber selbstverständlich werden wir uns am Montag schonen. Wir hätten Training und das fällt ganz sicher aus. Nebensächlich bei diesem Rekord ist das Schlussresultat. Trotzdem hat sich die Mannschaft aus Zürich über den 184 zu 164 Sieg gefreut.